Einen wunderschönen guten Morgen hier in meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier ein wenig gemeinsam spielen. Wir spielen immer noch unseren wunderschönen Euro Truck Simulator 2, sind mit dem Scania auf der Reise durch Europa. Wir sind gerade in Wien. Mal gucken, wo wir heute so hinfahren, was wir heute transportieren. Es wird spannend. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und dann auf nach Wien. Dann kommen wir so langsam an die Langstreckentouren hier. Wien. Mailand, 21.000. Oh, das wird sich schon wieder lohnen, ne? Schöner Italien runter. Schön, diesen so ein Megatrailer. Das wäre mal wieder eine schöne Tour. Polen waren wir schon, Tschechien waren wir auch schon. Ich würde tatsächlich sagen Richtung Mailand. Mit so einem Premium-Auftrag hier. Und dann fahren wir schön nach Italien runter. Und dann gucken wir mal, dass wir hier Spanien. Vielleicht hier. Da war ich auch noch nie. Das ist auch neu. Das kenne ich auch noch nicht. Fahren wir mal hier rüber auf die Inseln. Sizilien, Sardinien oder wie sie alle heißen. Malta kann man nicht hinfahren. Was wäre mal nochmal eine Maßnahme? Genau, schön nach Italien oder für Italien vielleicht mal nach Frankreich rüber oder nach UK. Island. Spitzbergen. Könnte man auch machen. Ja. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Ich würde sagen, wir fahren erstmal hier die Mailand-Tour, wa? Das machen wir. Auf nach Mailand. Das ist ein ordentliches Stück, was wir da fahren. Dein Mod-LKW, wähle einen anderen oder LKW oder Auflieger. Okay, schade. Ja, die sind alle doof, die Aufträge, das rentiert sich ja nicht. Ich will nicht nach Ungarn fahren, ich will nach Italien runter. Das ist ja nicht ein Italien-Auftrag bei, oder was? Oh, das ist aber Mobbing. Bologna. Ja, auch in Breslau. Ich bin nicht in Breslau. Salzburg, Krakau. Ja, dann fahren wir jetzt nach Österreich. Ich habe noch eine Lieferung am Laufen. Okay, der läuft doch der Auftrag. Alles klar, Lieferung fortsetzen. Lieferung fortsetzen. Ich kann keinen anderen Auflieger wählen, du Kartoffel. Ja, dann brechen wir den ab. Ist natürlich doof, aber gibt es Minuspunkte? Ich weiß es nicht. So, zack. Ab Wien. Ab Wien. Basel, Oppeln, Ljubljana, Belgrad. Zack. Eiskaffee in Dosen nach Salzburg. Dann fahren wir eben Eiskaffee in Dosen nach Salzburg. Ach, der ist auch zu lang. Klagenfurt. Okay, anscheinend ist das DHL-Lager, was sie hier für das Dings hier gebaut haben, für Wien in dem Mod, nicht wirklich gut. Es geht aber alles ab DHL, ne? Klagenfurt, passt der vielleicht? Das ist aber wieder so ein langer auch, ne? Vielleicht sind die DHL-Auflieger einfach zu lang. Nee, passt nicht. Ja, dann müssen wir eine andere Mission machen. Aktuellen Auftrag. Dann brechen wir den aktuellen Auftrag ab. Ja, geht ja nicht. So. Dann nehmen wir einen ganz normalen Auftrag vom Frachtmarkt. Oder vom Frachtmarkt wäre ja mit Dings. Ja, wobei, nee. So.
Sanok, der Brettchen. Hainburg an der Donau. Da kannst du ja nicht reingucken, aber da noch nicht waren, ne? Ah, von Leer nach Hainburg fahren? Oh, hier, guck mal da. So. Sprit nach Basel. Das geht auf jeden Fall. Und ich vermute mal, dass der Sprit auch Go. direkt hier losgeht, ne? Ja, da steht der Trailer. Siehst du, einmal da vorne hin. Wird der da sein? Der Repsol. Gehe ich mal von aus. Aufträge. Ja, da ist er. Wien, Basel, 15.000. Ist schon okay. Ist doch okay vom Preis her. Ah, da sitzt Horst Günther, der macht gerade Pause. Pedal to the metal, man. So. Was fahren wir gerade? Benzin. Ei, ich bin begeistert. Stimmt sogar. Ist tatsächlich. Oder? Ist das Benzin? Ist das Benzin oder ist das Diesel? Mal die Gefahrgut-App fragen. Nein, passt. Benzin oder Autokraftstoff. Sehr schön. Das sind so kleine Details, die finde ich toll. Wenn solche Details stimmen, das sind Sachen, die finde ich super. Das sind so die kleinen Feinheiten, wo 99% Leute nicht drauf achten. Kann natürlich sein, dass an dem Anhänger immer Benzin steht. Und welcher Diesel drin hat, steht da trotzdem Benzin. Ich glaube, Diesel wäre 1202. Ja, müsste. Eins ist Turn 1203, eins left. ist 1203, glaube ich. Gucken wir mal eben hier. Zack, einmal die Gefahrgut-App fragen. Genau, Diesel ist 1203, 1202. Achso, und 1204 ist jetzt in Nitroglycerin. Ja, sowas finde ich immer gut. Wenn du tatsächlich. Das sind so feine Details, das finde ich toll. Und das zeigt dann auch, wenn da jemand Liebe reingesteckt hat in so ein Teil. Get ready to turn left. Ich darf hier nicht left turnen, achso, da. Wobei, wie gesagt, wahrscheinlich ist einfach an dem Anhänger immer 1203 Turn dran. left. Ich glaube nicht, dass der inhaltstechnisch angepasst wird. Wobei, vielleicht, wenn der Anhänger nur dafür genutzt wird, könnte natürlich sein, ne? Auf jeden Fall schöne Gefahrgutladung in die Schweiz. Das ist doch auch mal was. Wie viele Kilometer? 745 Kilometer. Da machen wir, glaube ich, zwei Videos von. Das schaffen wir nicht in einem. At the roundabout, take the first exit. The first exit, my friend. Exit now. I'm exited-ding. Keep left and then turn left. Yes, sir. Einmal nach Turn left. Graz. Oder Eisenstadt oder wo auch immer. Linz, St. Pölten, Schiedigol. Nicht den Flixbus kaputt fahren. Sogar ein Flixbus sieht bloß so aus. Eine Betonpumpe. Krass auf der Straße. Die Österreicher wieder hier. Nicht mal ihre Straßen ordentlich halten können sie. Faule Bande. Filsendorf. So rüber, ne? Keep Ja. left. Sollte vielleicht nicht unbedingt die Tunnelwand streifen mit dem Benzinablieger. Bleibst du jetzt hinter mir? Dann ziehe ich jetzt rüber. Schalten beim Beschleunigen. Keep right. Ich keep doch schon right. Nach Brunn.
Mal gucken, wann ich mir die zweite Pipe hinten leisten kann. Das ist zwar schön, zwei High-Pipes hinten dran haben. Zwei fette Chrom-Stacks. Das sieht ja wieder cool aus. Aber ich finde dieses Türkis sowieso geil. Richtig schön auffällig, der LKW. Gefällt mir. Mal knallige Farben fahren, immer nur schwarz, dunkelblau oder silber oder so. Alland, Klausen, Leopolds, Grün, Furt, Fort, habe ich nicht lesen können. Na Kollege, gib Gas, wenn ich dich hier mit dem LKW überholen muss. Wollen wir doch nicht, oder? Ich muss ihn tatsächlich überholen. Muss ich? Das geht ja nicht anders. Ich bin dazu gezwungen. Wenn ich ihn jetzt nicht überhole, dann geht die Welt unter. Ach, guck mal, es gibt doch noch andere LKWs da drunter. Da war gerade ein Iveco unter dem Lastwagen. So, nicht die Kurve. Eieiei, der schaukelt aber. Oh. Ja, sind das jetzt realistische LKW-Fahrphysiken mit unrealistisch engen Kurven? Wahrscheinlich, ne? Hui! Ja, das passiert, wenn das ja, wenn das Lenkrad einfach mal die ersten 2 Zentimeter nicht reagiert und dann ganz doll. Ich brauche dringend ein neues. Mal gucken. Mal gucken, wie das, die Serie hier gut ankommt auf YouTube. Dann kann ich mir das mal überlegen, ob sich das lohnt. War eigentlich will ich schon mal ein vernünftiges holen, auch für den Landwirtschaftssimulator. Aber die sind so teuer. Die kosten so viel Geld. 200 Euro für so ein scheiß Lenkrad. Oh, mit Pedalen, die ich noch nicht mal brauche. Ich meine, der Shifter, der G-Stick, der ist doch interessant, der bei den Logitech-Dingern dabei ist. Aber Pedale, ich fahre mit meinen Thrustmaster Rudor-Pedalen, die sind wunderbar dafür, weil die in der Mitte eine Ballenablage haben für den Fuß. Die kannst du wunderbar entspannt mitfahren. Und das Lenkrad, das ist halt ein Krampf. Aber. Schallerburg. Melk. Was ist das da hinten? Das ist ein Gefängnis. Oh, im Gefängnis hat es zu viele Fenster. Das scheint ein Landeplatz. Hat es einen Landeplatz vor der Tür? Oder vielleicht Polizei oder so. Oh. Salzburg, Linz, Amstetten. Amstetten, Ulmerfeld. Da gibt es eine Papierfabrik. Glaube ich. Ich glaube ja, irgendwie sowas gab es da. Ich hebe auch die ganze Zeit beim Lenken. Hebe ich die Lenkachse aus der Verankerung raus. Weil ich mit einer Hand nur lenke und am Lenkrad lenke. Dann ist halt so ein bisschen, ja. Ist halt ausgeschlagen. Naja. Und meine Fahrerin will schon wieder einschlafen, aber hier ist keine. Gut, ich hätte mich da unten hinstellen können, ne? Nee. Wie weit müssen wir denn noch, bis wir tot umfallen? 5 Stunden haben wir noch. Eine Stunde haben wir noch. Das ist gut. Das reizen wir mal ein bisschen aus. Nein, ich bin nicht betrunken, ich fahr bloß so. Wo geht's hier hin? Linz. Nee. St. Valentin. Linz geht's geradeaus.
Ach, jetzt geht's hier doch nach Linz. Hä? Budweis. Budweis gibt's gutes Bier. Budweiser. Das gute Tschechische. Das ist lecker. Also muss man mögen. Das ist Geschmackssache, aber ich find's lecker. Sehr würzig. Nicht so wie deutsches Bier. Das muss man mögen. Keep left. I will keep left. Oh, ich schlafe schon fast wieder ein. Wir sollten mal schnell auf die Karte gucken, wo hier die nächste Schlafmöglichkeit ist. Eventuell eben nach Linz rein oder ist hier irgendwo ein Autohof oder so ein Spaß? Und wir fahren eben da nach Linz rein. What are we waiting fahren da for? Zum Hotel. Das wäre eine Maßnahme. Keep right. Jo. Exit right. I will do. Mr. Sir, Sir. Exit right. Du musst lenken. Ja, so ist brav. Ey, lenken. Oh Mann. Das war nie so aufgefallen, dass das Ding echt so ausgeschlagen ist. Vielleicht soll ich mit dem Joystick fahren. Das geht wahrscheinlich besser. Keep left and then turn left. Erster Aufenthalt in Linz. Da vorne ist, das ist Voestalpine da, wa? Stahlwerke Linz. Ne, da steht Linde oben dran, oder? Ja. Turn left. Oh, hier ist wieder left. Ah ja, hier ist das Hotel. Sorry, fragt es noch heile. Ich bin's nicht gewesen. Du warst schuld. Ich habe Sightseeing gemacht. Ich hatte Vorfahrt. Ich habe immer Vorfahrt. Steht so im. Was kann der denn hier? Zur Werkstatt abschleppen? Notfallbetankung? Ach komm mal, Auflieger zurückschicken. Wie soll ich denn hier einen verdammten Sattel zur Rinne-Ecke kriegen? Aber einmal rum. Ein Opel Adam. Einmal rum. Einmal rum. Einmal rum. Fast bis zur Ausfahrt wieder vor. Nee, wir parken hier erst vernünftig ein, ne? Also. So ein Spaß, das hier von wegen krumm, alles krumm und schief hinstellen. Kann man neben dem blauen auch noch stehen? Nee, da kannst du nicht stehen, ne? Nee, kannst du nicht. So. Die freuen sich. Da kommt einer ins Hotel, stellt ihnen erstmal 60.000 Liter Benzin auf dem Hof. Hallo, ich wollte hier eben übernachten. So. Einmal nächtigen, bitte. Bitte, danke. Bitte, danke. Ah, ist schon wieder dunkel. Brumm, brumm. Die Dachmontierung jetzt noch mit drin. Ich war ja schon in meiner Werkstatt zwischendurch. Ja, sind sie. Alles klar. Und? Turn left, wa? Ja, aber vom Reit sind wir gekommen. Keep left. Durch die nächtliche Linz. Turn left. Oh, hier in Österreich können sie sich einigermaßen vernünftige Lampen leisten. Die sind nicht ganz so kalt wie die hinten in. Wo war das? Ungarn? Driver Job at Net. Jojo. Schade, ich hatte gehofft, das wäre ein LKW-Händler. Naja. Quatsch, den Knopf. Ein bisschen Landstraße fahren, dann rüber nach in die Schweiz. Läuft hier. Weiter, weiter. Get ready to turn right. Get ready to turn right. Okay, sir. Hier, wa? Richtung? Turn right. Graz und Salzburg, ja. Hier sind wir schon mal hochgefahren, kann das sein? Ach ne, er hat bloß die Dings früh genug erkannt.
Noch ein Gang runterschalten. Alter Schwede. Ups. Fünften. Ja, genau. Oh, shit. Ja, ich bin wenigstens schon oben. Passt das da? Siehst du nix da hinten. Ist das wieder ein Leclerc? Nee, es ist ein Nagel, ne? Nee, Nagel ist beige. Den holen wir jetzt ein und dann gucken wir, ob das wieder ein Leclerc ist. Keep left and then exit ja, left. I keep left. Because we want to go to Eberstahlzell. Yes, sir. Wir wollen den da hinten einholen. Der fährt jetzt ab, wa? Nee, macht er nicht. Gut. Komm, wir fahren jetzt mal die Drehzahl aus hier. Aber warte, der ist schnell, der Typ. Jetzt bremst er. Ja, weil er auf der Bahn will, genau. Blauen, den wollte ich haben. Das ist der zweite jetzt. Verzieht sich natürlich, ne? Der fährt ab, ne? Ne, ist nicht Leclerc, okay. Oh, auf eine legale Geschwindigkeit runterbremsen. Platz hier. Hat's gebumst. Schön. Also nicht schön, aber. Jetzt kann ich geben die Lichthupe, wenn man sie überholt. Ne, ich glaube nicht, ne? So. Wie weit noch? Oh, 500 Kilometer noch. Lassen Sie uns eigentlich mal Zeit für ein paar Rundumleuchten auf dem Dach. Salzburg. Du bist mir zu langsam. Braunau am Inn, Innsbruck und München. Fahren wir durch Deutschland noch in die Schweiz? Nee, warum sollten wir? Macht ja keinen Sinn, oder? Was ist das denn hier? Oh, eine neue, andere Art von Tanklaster. Da ist er wieder. Das ist er doch hier. Da ist er. Unser SK. Da ist er wieder. Schön, 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 schön. Hallo. Der gute Mercedes SK. Schön. Gefällt mir. Finde ich witzig. Was triffst du heute meistens höchstens noch im Nahverkehr? Fernverkehr geht da keiner mehr mit so einem Eimer. Was heißt Eimer? Das waren gute LKWs damals. Aber ist halt nicht mehr so ganz der aktuelle Standard, ne? Ach, guck mal, ist das nicht schön, die Kulisse? Das sieht doch schick aus, oder? Der Beleuchtung da auch. Ja, da sieht man es nicht so, weil der Führerhaus da so breit ist, aber. Ja, das war doch schön gerade. Ich habe leider das Licht hier im Zimmer an, da sieht man es dann nicht ganz so gut. Also ich zumindest nicht. Im Flieger sieht man es natürlich besser. Aber. Schön. Ja, exquisit. Was bist du? Du bist Beta. Ich bin Alpha. Ne, Okta bist du. Hat er geladen? 1203, auch Diesel. Nicht Diesel, auch Benzin. Eine Grenze. Wo geht's hin? Germany?
Looks like it. It schaut aus wie Deutschland. Ja, 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 großes D. Freistaat Bayern. Ja, servus. Da sind wir wieder. Sind wir also doch nicht in Deutschland. Nein, wir haben doch unsere Bayern lieben. Die meisten zumindest. Sind ein paar komische Bayern, aber... Die Tiroler Aachen. Aachen? Chiemsee. Okay. Soll schön sein da unten. Leider keine Zeit mehr das anzugucken. Muss Geld verdienen. Nee, wir fahren da nicht rein, wir machen hier weiter Elefantenrallye. Hamburg Süd. Schöner Auto Actros. Vorne fährt der Flixbus. Nee. Ist blau, aber ich bin auch so ein Fernbus. Dreieck Inntal. Schon wieder ein Container. Der Columbus. Wobei wahrscheinlich ist das eine Firma, die es wirklich gibt. Ich weiß nicht. Also die Trailer, die hier rumfahren mit den ganzen, das ist ja von dem von Pro Mods, von dem Trailer Pack. Realistic Trailer Pack oder so heißt das. Realistic Company Pack. Keep left. Aber die Busse und so, das ist ja von dem Traffic Pack, von dem Jazzy Cat. Die sind bestimmt nicht unbedingt authentisch. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Innsbruck Kufstein Brenner. Brenner ist ab Deutschland aus. Ist der Brenner nicht unten nach Italien hin? Brenner, Brennero, das ist doch Italien. Das ist in Deutschland schon ausgeschildert. Ja gut, warum nicht? Kann ja sein. Also mit deutscher Autobahn, das müssen die nochmal lernen. Hier ist ja nicht mal ein Standstreifen. Aber das ist, glaube ich, in den, die sie rebuildet haben, ist es auch schon. Vielleicht ist es doch noch eine alte hier. Müssen wir mal gucken, oben Norddeutschland, das ist alles ziemlich aktuell gemacht. Was ist da? München Süd, oh Gott, sind wir so schnell bis in München. Ich war mal in München Nord. Stuttgart, München wollen wir nicht hin. Zentrum? Keep right. Okay. Ah, von wegen. Doch da. Ja. Doof gelaufen. Schwerer Unfall. Auf die Seite gelegt, die Mühle. War jetzt nicht so clever. Never mind. I'll find a new route. So. Ja, so schnell hast du einen LKW auf die Seite gelegt. Einmal zu doll am Steuer gerissen. Bombst der Hobel liegt auf der Seite. So will er mir den LKW-Händler nicht anzeigen. Wenn ich schon mal hier bin, dann will ich ihn auch auf der Karte jetzt haben. Geschlossen. Hat er ihn jetzt aufgedeckt? Ja, hat er. Sehr schön. Landfahr. Turn right. Jupp, großen Bogen. Nächste keep links. Left and then turn left. Wo sind wir denn jetzt? München? Vermute ich mal, wa? Turn left. Salzburg-Rosenheim. Stuttgart, Garmisch-Partenkirchen. Ja, ja, München. Landeshauptstadt. Schön. Keep right and then keep right. Da hinten ist die Autobahn gesperrt, ne. Kann es sein, dass ich da oben links ein Salto gemacht habe? Soll ich mal gucken hier.
Wo habe ich denn meinen Salto gemacht? Auf der anderen Seite von München wahrscheinlich, ne? Dum, 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 dum. So. Ja, da habe ich mein Salto gemacht. Quasi direkt gegenüber. Ja, da. Da habe ich mich hingelegt. Und dann hat das 5 Stunden gedauert. Ja, gut, den LKW wieder aufrichten. Ja, ist okay. Keep right and then exit right. I keep right and then I exit right, my friend. Das ist kein LKW für Berge. Es geht bergab. Keep right. So, hier haben sie nämlich auch Standstreifen drauf. Keep right. Wo wollen wir denn hin? München, Neuhausen, Sandling? Scheint so. Break, Keep breaking, left, breaking, then breaking, turn breaking. left. Hier müssen wir links, ne? Ja. Turn Giesing, left. München Berg am Laim. Keep right and then turn right. Berg am Laim, früher mal großer Rangierbahnhof. Turn right. Heute nichts mehr. Alles nach München Nord verlegt worden. Keep right and then continue straight. Keep right and then continue straight. Ich continue immer straight. Go straight and then Ich bin turn immer right. straight. Ich bin sowas von straight, mein Freund. Ja. So. Ach, doppelspurigen Kreisel, da können wir mal innen fahren. Sehen nach Lindau. Lindau passt doch. Take the second exit. Exit now. Auf nach Lindau-Memmingen. Gucken schon mal. So, rüber nach rechts. 100 km/h auf der deutschen Autobahn, aber ich darf leider keine 100. Ist da hinten gesperrt? Nee, Unfall. So, Bobs. Ich weiß es noch nicht, wo ich fahren soll, deswegen. Aber oh, schauen wir mal runter. Ich brauche einen dickeren Motor, ey. Aber die Ladung habe ich ja nicht beschädigt, ne? Na, das ist gut. Auflieger ist nicht so wichtig. Ladung beschädigt wäre ärgerlich. Keep left. Ich keep it doch schon left, my friend. Zack. Wieder den halben Tank verballert. Wann haben wir denn getankt? Vor 2 Stunden noch erst, oder? So. Ja, die Autos scheinen aber auch nach Ländern sortiert zu sein, weil Autos so Ost, ich sag mal, in Anführungsstrichen Ostblock-Autos, hast du hier wenig. Hast du fast nur deutsche Autos. Das wäre cool, wenn sie das so umgesetzt haben. Wenn das das Spiel so kann. Ja, komm rüber. Kelly International, was fahren die denn? Transport Limited. Wenn das Transport Limited ist, dann sitzt der bestimmt auf der falschen Seite, oder? Nö. Hätte ich jetzt gedacht. Transport Limited, da sitzt er bestimmt links. Rechts. Keep left. Keep left? Okay, ich keep left. Was ist da los? Tütata. Oh, links rüber. Meine Jungs ja nicht. Ja, bestimmt überladen hier, diese Kastensprinter. Die sind immer überladen. Immer. Bestimmt 8 Tonnen da hinten drin. Ohne Ladungssicherung versteht sich, weil die wiegt ja was. So. Im schönen Bayern unterwegs. Ja. Nur ein Licht? Ach ne, das sieht nur so aus. Ha!
Hier, deutsche Autobahn, der drängelt. Geil. Hätte nur gefehlt, dass er Lichthupe macht. So, das ist deutsche Autobahn live. Hier, da kommt der nächste, der fängt jetzt auch an zu drängeln. Ist natürlich auch ein Audi. Ist das ein Audi? Ich glaube ja. Herrlich, das finde ich ja geil. War das jetzt Zufall oder ist das, haben die das wirklich so einprogrammiert, dass einige drängeln? Ist ja geil. Naja, why not? Ich habe noch nicht getestet, ob das Lenkrad, ob das Funkgerätkabel hin und her schwingt. Kreuz Memmingen. Ist auch irgendwo da unten, ne? Alles Bayern. Ja, ich glaube, diese Betonmittelleitplatten, die sie hier eingebaut haben, die sind jetzt nicht unbedingt realistisch. Zumindest nicht für Deutschland. Ich glaube, andere Länder haben sowas. Weil sie in Schweden waren. Ja, wir waren ja vorhin in einer der ersten Missionen waren wir in Schweden, ne? Da haben wir ja auch. Da waren ja die authentischen Motorradfahrer-Schredder in der Mitte. Bregenz, Lindau, ja, das ist kurz vor der Grenze. Lindau zumindest. Bregenz glaube ich auch. Nicht wieder auf die Seite legen den Hobel, das hatten wir erst. Und wenn ihr jetzt nicht Gas gebt, dann mache ich das. Dann bleibst du jetzt da. Oh, er fährt einen Baum spazieren. Nettes kleines Stöckchen. Schick. Wo in Deutschland oder wo in Europa gibt es solche Bäume? Ich glaube nicht, dass es die gibt. Halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Aber gut. Und hier. Talbrücke Ehere Argen. 720 Meter lang, 60 Meter hoch. Und da kommt die Polizei. Müsste die nicht in Bayern eigentlich grün sein? Gut, so klein gerät wollen wir auch nicht sein. Was hat er da drauf? Ein paar New Hollands? Ja, von der Farbe her, ja. Würde ich sagen, das sind eindeutig New Hollands. Holen wir mal, gucken wir uns mal an die Ladung. Oh, ein New Holland. Ein T8 mit Kettenlaufwerk, mit Bandlaufwerk. Sexy. T8 oder T9? Ich glaube T8 ist das, ne? Könnte auch T7 sein. Kenne ich mich nicht so mit aus. Ich finde die Dinger nicht so schön. Ich finde die sind aus wie Plastik. Mag ich lieber ein bisschen was Älteres. White Class finde ich ganz cool. Go straight. Aber am besten sind wir noch 13 in Luft gekühlt, 40 PS. Euer 78. Mehr braucht der Mensch nicht. Also ich zumindest nicht. Klingt gut. Macht Spaß. Schluckt nicht viel. Was will man mehr? Und es kommen Funken aus dem Auspuff. Was auch sehr schön ist. So, muss ich hier runterbremsen oder kann ich damit 80 durchbrackern? Und wir sind wieder in Österreich bei Hörbrands. Hi Hörbrands. Osterlitz. Vaduz oder Zürich? Ich vermute mal, dass wir nach Zürich abbiegen. Und das stelle ich dem Spiel jetzt einfach mal so. Was ist er denn da vorne? Aha. Keep right. Mhm. Rockai. Ja, sag ich doch. Geht nach Zürich. Fahren wir nach Zürich oder? Ne, wir fahren nicht nach Zürich, ne? Aber wir fahren in die Schweiz, aber nicht nach Zürich. Exit right. Hey, das ist aber eine enge. Das ist aber eng hier. Na, ganz außen fahren. Renos Logistics.
Okay, das ist Gas. Der Papa will nach Schweiz. Da fährt schon die österreichische Polizei. Oder schweizerisch? Ich weiß es nicht. Vaduz. Das könnte auch eine vaduzische Polizei gewesen sein. Ne, Liechtenstein ist das natürlich. Eine liechtensteinische Polizei. Ja, es war eine liechtensteinische Polizei. Gibt's in Liechtenstein noch Zollkontrolle? Nein, hier nicht. Okay. Go straight. Ich bin sowas von straight, mein Freund. At the roundabout, take the first exit. Yes, sir. Schöne große Kurve, dass der Sattel, der Anhänger nicht wieder hinten über den Dings rüber rödelt. Und da ist auch schon die Schweiz. Milano, Lugano, Kur. Milano, Mailand. Könnten wir auch mal hinfahren demnächst, wa? Hier ist 50? Okay, dann fahren wir 50. Nächste Tour können wir vielleicht mal nach Mailand fahren. Oh, 80. Schneller, 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 schneller. Wir müssen immer schneller werden. Müssen wir fliegen! Hui! Fundieren. Ich dachte, die haben da Berge. Ne, nach Zürich wollten wir nicht. Das sind keine 100 Kilometer mehr, glaube ich, ne? Doch, 139. Tatsache, ist doch noch so weit. Ich dachte, das wäre gar nicht mehr so weit. Sagt mein Tank halb voll. Ich glaube, ich werde mir hier noch Ambilight rein installiert, dass man ein bisschen mehr vom Cockpit sieht. Dass das nicht so ein dunkles Loch ist. Das könnte man noch machen. Ich meine, das Grün ist schon angenehm. Radar! Wie viel rechnen die? Ui, da will das Lenkrad wieder nicht. Radar. Da ist das Radar! Das ist zu schmal für meine LKW, ich fahre beide Spuren. Schönes Berghäusli. Ist auch nicht schlecht gemacht hier, muss ich sagen. Schön entspannt hier durch die Schweiz zuckeln. Grüne Schilder haben sie hier. Nach Stuttgart könnte man fahren. Der Silo-Mensch davor. Den Silo-Mensch überholen wir jetzt erstmal. Der Silo-Mensch ist nicht so langsam. Ja, ich gehe sowas von straight, mein Friend. Hat der Silo-Mensch ein Volvo? Ausfahrt. Wir wollen aber nicht ausfahren, wir wollen weiterfahren. Weiter ins Verderben. Bis wir unseren LKW wieder in eine Kurve auf die Seite legen. Ich glaube, nochmal schaffe ich das nicht. Affoltern. Das klingt irgendwie... Wenn ihr einer auf Schweizerdeutsch sagt, folter jemanden. Hm, irgendwie so. Da stehen LKWs. Ist da vorne ein Tunnel? Es geht in den Tunnel. Oder? Ja. Unter die Erde. 80. Radar. Die Schweizer radarieren gerne. Aber ey, guck mal, die Zäune, die standen hinten in Ungarn auch.
Der gleiche Holzzaun, der stand in Ungarn auch. Ich glaube, das war der. Oder ich glaube, es war Ungarn. Auf jeden Fall den Zaun habe ich schon mal irgendwo da hinten gesehen. Keep left and then continue straight. Jetzt schaut man mal aus. Go straight. Ja, ich fürchte, wir müssen hier abfahren, mein Freund. Die Autobahn ist gesperrt. So was Doofes. Mal gucken, er wird mir jetzt gleich sagen, ich soll umdrehen, garantiert. Aber. Okay, let's find a new route. Sag ich doch, er sagt mir, ich soll umdrehen. Okay, da müssen wir eben gucken, wo wir jetzt lang fahren können. 81 Kilometer wird nicht passen. Aha! Lustig! Boah, nee, das ist ja der schlimmste Abschnitt überhaupt. Ja gut, dann fahren wir jetzt nach Zürich. Schlafen da eben ein paar Stunden und fahren dann weiter. Das könnte klappen. Vielleicht ist dann die Straße wieder auf. Dann fahren wir eben nach Zürich, machen da einmal eine Stadtrundfahrt. Und dann fahren wir weiter. Hauen uns eben da bei so einem Dings da aufs Ohr. Ich weiß gar nicht, was unsere Müdigkeit sagt. Ja, wir müssen eh 2 Stunden wieder Pause machen. Machen wir die jetzt schon, ziehen wir die vor. Gucken wir uns einmal Zürich an hier. Erster Aufenthalt Zürich. Wir wollten den LKW doch nicht wieder auf die Seite legen, haben wir doch gesagt. Lass das. Böser Junge. Pfui. Was? Oh, schon 1:15. Keep left and then turn left. Nach der Tour. Wow, Feierabend, wa? Okay, I keep a left. Turn left. Stehen hier mitten auf der Kreuzung, die Affen. Sehr schön. Im Hotel waren die Parkplätze bestimmt nicht. Ja, egal, komm, wir fahren jetzt in das Hotel hier. Diesmal fahren wir vorwärts rauf. Dann drücken wir gleich nur zurück und fahren dann einen langen Bogen und dann sind wir raus. Gut. Darf XF. Zack. 8:14 Uhr. So, guck mal, 18 Uhr. Ja, krass. Bis wann habe ich noch Zeit? Oh, 0 Minuten, das ist schlecht. Ich habe noch 73 Kilometer. Naja, dann ist das so. Aber wenn wir oben rumgefahren wären, das hätte auch nichts gebracht wahrscheinlich. Wir sehen jetzt zu, dass wir das fertig kriegen hier. Zack. Geht natürlich Abzug, weil wir zu spät geliefert haben, aber pff, mit der Straßensperre wären wir da auch nicht durchgekommen. Ist halt ärgerlich. Aber manchmal hast du Pech. So ist es in der Realität sicherlich auch. Wenn die falschen Straßen gesperrt sind, kommst du nicht weiter. Ich hoffe mal, dass die Sperrung jetzt aufgehoben ist. Sonst müssen wir um zuschlängeln uns. So, aber bei Autobahn. 60 auf der Autobahn? Was ist hier denn los? So. Keep left. Verdammt, steht da immer noch, oder? Straight. Ja, steht da immer noch.
Go straight. La 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 la. Keiner gesehen. Gucken, ob da vorne jetzt was quer steht, dass wir hier nicht mehr durch können. Wahrscheinlich knallen wir gleich eine unsichtbare Mauer, weil du das eben nicht machst. Da hinten steht der nächste Polizeiwagen. An dem komme ich nicht vorbei, oder? Doch, ich könnte eventuell rechts dann vorbeikommen. Ja, komme ich auch. Lalalalalalala, er hat Rohre verloren. Ja. Lalalalala. Keep right and then exit right. Das war ja so eine ganz blöde Ecke, wo der liegen bleiben konnte da. Exit right. Ja, nach Dijon, wir wollen Senf holen. So schnell. 86 km/h, so. Luzern, Basel müssen wir hin, ne? Ich glaube, Basel müssen wir hin. Richtig? Ja. 25 km, halbe Stunde. Oh, das gibt Abzüge in der B-Note. Das kostet wieder was. Naja, was soll's. Sind wir durch? Kannst nicht ändern. So. Die wollen ihren Sprit haben in Basel. Auch die Schweizer können ihre Autos nicht mit Luft fahren. Basel, Badischer Bahnhof. So. Basel-Bahnhof? Ich hätte jetzt auf Badischer Bahnhof getippt. Ich weiß es nicht. Turn left. Lörrach. Bahnhof SBB. Biersfelden, City, Altstadt. Da können wir nicht hin. Aber wie es aussieht, liefern wir direkt nach Tankstelle, wa? Könnte glatt sein. Erster Aufenthalt in Basel. Oder an Eddie Stobart. Eddie Stobart kriegt den Kram. Obi. Was ist das? Achso, ja. Schick. Hui. Da steht schon wieder so schicker Volvo. Ja. So lange wird spät, ich muss ins Bett. Naja, wir sind ja auch schon da. Den LKW ausladen. Und dann gehe ich schlafen. Eddie Stobart. Yeah, rumpel nicht so. Wir müssen einen großen Bogen fahren, damit der Trailer da nicht hängen bleibt. Finally we are here. Da muss das scheiß Ding hin, okay. Das passt. Ach guck an, da hinten ist Barbaras. Hier irgendwo rum, da kommst du ja auch nirgendwo, kannst hier nirgendwo drehen, ne? Passt! Auf einen Millimeter genau! Sehen, wie viel Geld wir noch kriegen. Bestimmt dick Abzüge jetzt.
Richtig dicke Abzüge. Verspätet, ja. 1000 Abzug. Schade. Ja, wird machen, ne? Oh, schade. Hätten wir pünktlich geliefert, wären wir noch ein Level hochgekommen. Naja. Was soll's. Tja. Das passiert wohl, wenn man versucht, einen Tanklaster bei 80 km/h auf eine Briefmarke umzudrehen. Ja, doof gelaufen. Hätte in echt wahrscheinlich einen riesen Feuerball gegeben, wenn das Benzin da ausgelaufen wäre. Ja, in der Menge. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Oder gerade deswegen. Von mir ist auch das. Hauptsache, es hat euch gefallen. Ja, lasst gerne einen Kommentar da. Lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir auch gerne auf Twitch, wenn ihr noch mehr so einen Blödsinn sehen wollt. Auch Spiele, die hier nicht auftauchen. Die streame ich dann ja auch. Beispielsweise War Thunder, Rainbow Six. Das haben wir neulich noch gespielt. Treasure Hunter Simulator habe ich da auch mal ab und zu mal mit drin. Und ganz viele andere Spiele. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut wieder rein und dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich